Synagoge von Halle, 9. Februar 2019, Yom Kippur. George Floyd, 25. Mai 2020, Minneapolis. Ein Leben ohne Rassismus, ein Leben ohne darüber nachzudenken, ob ich in einer Shisha-Bar sicher bin. Hanau, 19. Februar 2020, 21.50 Uhr. Liebe Freundinnen und Freunde, Rassismus ist Realität. Rassismus ist Gefahr. Rassismus ist die größte Gefahr für eine gerechte und demokratische Einwanderungsgesellschaft. Denn Rassismus sorgt dafür, dass es eben einen Unterschied macht, woher du kommst, wo du lebst, welchen Glauben du hast, wie laut, sichtbar du sein darfst und wie viel Macht du haben darfst. Und diese Punkte, diese prägten auch das Ankommen und das Leben meiner Familie, und zwar über Generationen hinweg. Mein Opa kam als Gastarbeiter 1973 zuerst nach Bayern, doch dann zum Glück zog er dann nach Nordrhein-Westfalen 1977, denn die Kölner Fordwerke riefen ihn als Gastarbeiter. Ismail Jakschan kam und blieb. Ich bin der erste Jakschan, der hier auf einem Parteitag am Rednerpult steht und eben mit darüber diskutiert, wie die nächste Landesregierung gestaltet werden soll. Und das hat absolut gar nichts damit zu tun, dass meine Familie oder überhaupt auch meine Verwandten unpolitisch wären. Ganz im Gegenteil. Türkische Nachrichten, wo in Dauerschleife über den Kurdenkonflikt berichtet wurde, liefen Tag und Nacht bei uns im Wohnzimmer. Aber was eben halt auch bei uns im Wohnzimmer besprochen wurde, war, wer sich politisch engagiert, der landet im Gefängnis. Und es kommt auch eine weitere Komponente hinzu. Wenn du zu auffällig bist, wenn du zu laut bist, wird man dich erst recht ausgrenzen. Und die erste Reaktion nach Hanau von meiner Oma war, mich anzurufen und zu fragen, mein Junge, wo bist du? Bist du zu Hause? Geh bitte nicht demonstrieren. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir People of Color, Black People of Color, wir sind hier, wir sind laut und deshalb müssen wir jede Debatte jede Debatte in den Parlamenten, sei es über Vielfaltspolitik, sei es über Wirtschaftspolitik, sei es über Verkehrspolitik, wir sind da und werden diese Debatten mitführen. Weil nämlich wir Sätze leid sind. Leid sind wie, die Mutter aller Probleme ist die Migration. Das lassen wir nicht stehen. Wir sind da, weil wir auch einer Sarah Wagenknecht eben nicht den Büchermarkt und eben die Bücherregale der nächsten Bibliothek ihr überlassen werden. All das müssen wir weiterhin aufbrechen. Und liebe Freundinnen und Freunde, dass wir Vielfalt und Flüchtlingspolitik im Koalitionsvertrag nicht entlang von Law and Order durchdeklinieren, das haben wir gewonnen. Und genau das wird auch mein Job im nächsten Landesvorstand sein, dass wir genau diesen Duktus, den wir einmal aufgebrochen haben, dass er auch aufgebrochen bleibt. Denn ein Innenminister, der im Blitzlichtgewitter in Shisha-Bars stürmen lässt, muss der Vergangenheit angehören. Eine Politik für eine offene Einwanderungsgesellschaft, für eine menschenrechtsorientierte Flüchtlingspolitik wird jetzt Fakt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme zum Schluss. 2010 bin ich als 17-Jähriger zu den Grünen gekommen, war auch in der Grünen Jugend. Ich bringe parteipolitische Erfahrungen mit. Und zwar bringe ich parteipolitische Erfahrungen dahingehend mit, dass ich als erster vielfaltspolitischer Sprecher das Vielfaltstatut gemeinsam mit euch umsetzen möchte. Mein Name ist Fırat Jakşan. Heute bin ich 30 Jahre alt. Kölner und Kurde, und in der Grundschule
beim Martinsumzug im November durfte ich immer den Mantel teilen. An Weihnachten im Dezember durfte ich immer Josef spielen. Und ich denke, das ist einfach ein guter Start auch dafür, lieber weiter Spirit, Politik zu machen und sich zu engagieren. Ich komme zum Schluss. Danke. Dankeschön. Warte noch einmal kurz.